Wir haben 86 Uhren hier. Tschechoslowakische, deutsche, sowjetische und 7 Schweizer. Aha. Am Dienstag sind alle 6:03 stehen geblieben. Der Schnellzug aus Prag kam fahrplanmäßig um 18.08 Uhr hier durch. Da gingen die Uhren also wieder? Ja, ja, da gingen sie wieder. Und in der Zwischenzeit haben Sie keine Verbindung mit den übrigen Stationen gehabt? Nein, das war ja das Unglück. Unser Telegraph funktionierte nicht mehr. Während der ganzen Zeit, als die Uhren hier stehen blieben, hat er nur eine lange, durchgehende Linie signalisiert. Es ist richtig. In der Zeit, in der die Uhren stehen blieben, wurde gearbeitet. Aber niemand weiß, wie lange die Uhren stehen geblieben waren. Manche Bürger sehen einen Zusammenhang zwischen dem Erscheinen des Mädchens und dem Stehenbleiben der Uhren. Ja, das ist auch so. Sie hat es doch zugegeben. Sie hat gesagt, die Zeit ist stehen geblieben, weil sie nach Piskow gekommen ist. Um ihren Reden einen interessanten Beigeschmack zu geben, behauptete sie, sie komme aus der Zukunft. Das Prinzip der Zeitmaschine beruht auf Lebensenergie. Och, Sie wollen doch nicht etwa, dass wir in dieses Märchen glauben. Ihnen genügt dieser Beweis vielleicht nicht. Mir jedenfalls genügt er. Seltsam. Also seien Sie mir nicht böse, Doktor, aber was Sie da sagen, verstößt das nicht gegen den gesunden Menschenverstand?